Ich, der Dr. Tobensteine, darf Sie begrüßen zur Morgen-, Abend-, Mittag- oder auch Nachtstund. Die wahre Stund, die Geschichtsstund. Jawohl, es ist soweit, es gibt mal wieder eine Geschichtsstunde. Es gab seit Äonen von Jahren keine mehr, das heißt, die Leute reden in Legenden davon. Und heute wollen wir uns mal wieder ein bisschen mit der Lore beschäftigen. Und zwar, wer könnte da nicht besser passen als der neue Champion, Aphelios, der nächste Woche auf unsere Server trifft? Aphelios, wenn wir ihn verleugnen, erweist sich unser Glaube jedes Mal als Schicksal. Zitat Elun. Wer auch immer Elun sein mag, ich weiß es nicht, ihr wisst es nicht, niemand auf dieser Welt weiß es. Ich hoffe, dass wir es herausfinden. Was aber noch viel wichtiger ist, oder auch genauso wichtig ist, ist, dass Aphelios vom Mount Targon, also der Region Targon, abstammt und von dort kommt. Und die müssen wir uns natürlich genauer anschauen, denn was ist denn eigentlich der Targon und wer kommt noch vom Targon? Targon. Der Targon ist der mächtigste Gipfel in Runeterra. Ein imposanter Koloss aus sonnenbeschienenem Fels. Er steht inmitten einer Gebirgskette, die an ihrer Größe einzigartig auf dieser Welt ist. Weit ab von jeder Zivilisation gelegen, ist der Targon fast unmöglich zu erreichen. Nur durch äußerste Entschlossenheit gelangen Reisende hierher. Um den Targon ranken sich viele Legenden. Und wie jeder sagenumwobene Ort zieht er Träumer, Wahnsinnige und verwegene Abenteurer an. Einige mutige Seelen versuchen, den unmöglichen Berg zu erklimmen. Vielleicht auf der Suche nach Weisheit oder Erleuchtung. Vielleicht im Streben nach Ruhm oder aus dem tiefsten Seelenwunsch heraus, seinen Gipfel zu sehen. Der Aufstieg ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und selbst die wenigen Glücklichen, die irgendwie lebend am Gipfel ankommen, sprechen niemals über das, was sie zu Gesicht bekommen haben. Einige kehren mit leerem und gehetztem Blick zurück. Andere haben sich bis zur Unkenntlichkeit verändert und wurden von einem mächtigen, überirdischen Aspekt für ein Schicksal erwählt, das die wenigsten Sterblichen begreifen können. Das also ist der Mount Targon, ein riesiger Berg, an dessen Spitze irgendetwas Mysteriöses, eigenartig, Mystisches ist. Man weiß nicht genau, was es ist. Es verändert die Menschen und Kreaturen, eventuell im Positiven, vielleicht auch im Negativen. Und ich finde, das ist erstmal nice to know. Aber wenn wir uns jetzt noch die anderen Champions angucken, die vom Mount Targon kommen, dann finde ich das irgendwie persönlich so lorebehaftet schon ziemlich cool. Denn wer kommt noch davon? Wir haben Leona und Diana. Das sind beides Menschen, die extrem verändert worden sind. Ja, das heißt, Leona ist irgendwie schon so ein bisschen fast göttlich, ja. Also von der Sonne erfüllt und Diana vom Mond erfüllt. Dann haben wir noch Soraka und Zoe, die ebenfalls sehr kosmisch sind. Und Pantheon. Wie Pantheon da jetzt genau reinpasst, weiß ich noch nicht genau. Vielleicht hat es was mit seiner Lore-Veränderung zu tun, aber ja, ich meine, er ist ja auch schon ziemlich stark, kann man sagen. Auch wenn ich sage, das ist Worst Champion League. Also nicht Worst, aber ich mag ihn überhaupt nicht. Aber ich finde es trotzdem cool. Kommen wir nun zu dem, warum wir hier sind. Aphelios. Die Waffe der Lunari. Zum Lesen bitte scrollen. Der Mond leuchtet hell über den Steilhängen des Targon. Er wirkt so fern und doch so unmöglich nah. Aphelios und seine Zwillingsschwester Elun, da haben wir schon die gute Dame, es ist also seine Schwester, wurden während einer seltenen Mondkonvergenz geboren, als der Mond der physischen Welt von seinem Spiegelbild im Reich der Geister verdunkelt wurde. Die beiden wurden von den Anhängern des Lunari-Glaubens am Targon als Schicksalkinder gefeiert. Das himmlische Phänomen, das ihre Geburt angekündigt hatte, spiegelte sich in den beiden Kindern wieder. Da fehlt ein E, oder soll es wieder heißen? Aphelios war stark wie der steinerne Mond und Elun verfügte über magische Fähigkeiten wie dessen Reflexion im Geisterreich. Sie waren strenggläubig und wuchsen im Schoße einer Weltanschauung voller Mysterien, Besinnung und Entdeckung auf. Die Solari, die auf dem Targon herrschten, sahen die Lunari als Ketzer an und trieben sie in ihre Verstecke zurück, bis sie fast vergessen worden waren. Den Lunari blieben nur die Schatten und so lebten sie in Tempeln oder Höhlen, wo sie vor den Augen der Solari verborgen waren. Aphelios stand unter großem Druck, sich als Vorbild hervorzutun.
Bei seinem unermüdlichen Training mit mystischen Mondsteinklingen ließ er Blut und Schweiß, um später das Blut anderer im Kampf für den Schutz seines Glaubens vergießen zu können. Er war ernst und verletzlich, und so pflegte er eine enge Beziehung zu seiner Schwester, statt andere Freundschaften zu unterhalten. Während Aphelios auf immer gefährlichere Missionen ausgesandt wurde, um die Lunari zu schützen, wurde Elun ihrerseits zur Seherin ausgebildet. Mit ihrer erhellenden Magie sollte sie verborgene Pfade und die Wahrheit durch das Licht des Mondes enthüllen. Im Laufe der Zeit musste allerdings auch sie aufgrund ihrer Pflichten den Tempel verlassen, in dem sie beide aufgewachsen waren. Ohne Elun geriet Aphelios Glauben ins Wanken. Er suchte verzweifelt einen Sinn im Leben und unternahm eine zeremonielle... Alter, was ist das für ein Wort? Er suchte verzweifelt einen Sinn im Leben. Er suchte verzweifelt einen Sinn im Leben und unternahm eine zeremonielle... Alter, was ist das für ein beschissenes Wort? Er suchte verzweifelt einen Sinn im Leben und unternahm eine Reise in die Dunkelheit, wo die Lunari angeblich ihren Pfad... Alter, wie heißt das? Zeremonielle. Alter, das klingt wie eine Krankheit. Zeremonielle. Alter, das heißt so. Das muss so heißen. Er suchte verzweifelt einen Sinn im Leben und unternahm eine zeremonatastische Reise in die Dunkelheit, wo die Lunari angeblich ihren Pfad oder ihre Umlaufbahn finden. Er folgte dem Mondlicht bis zu einem Teich, wo, Achtung, Verwechslungsgefahr, Noctum-Blumen, nicht zu verwechseln mit Nocturne-Blumen, unter der Wasseroberfläche blühten. Obwohl sie giftig waren, konnte man aus den Blumen eine Flüssigkeit herstellen, die es den Kräften der Nacht ermöglichen würde, ihn zu durchdringen. Aphelios trank die Noctum-Essenz und der darauffolgende Schmerz ließ den Rest der Welt verstummen. Bald darauf stand die Phase des Marus Omegnum an, ein uralter Tempel, der zum ersten Mal seit Jahrhunderten aus der Geisterwelt heraustreten sollte. Die Lunari verließen ihre Verstecke im Berg und versammelten sich, um den Wechsel des Mächtegleichgewichts beizuwohnen und die himmlischen Zyklen zu verfolgen, die ihren Gang gingen. Jedes Mal, wenn die Festung erschien, durfte genau ein Magiebegabter eintreten. Dieses Mal war die Wahl auf Elun gefallen und ihre Umlaufbahn führte sie zum Tempel. Aphelios, der sonst nie Ansprüche stellte, bat darum, am Ereignis teilnehmen zu dürfen. Doch als sich die Festung mit strahlender Magie durch den Schleier schob, erfüllte ein grelles Leuchten die Nacht. Die Lunari waren entdeckt worden, obwohl die himmlischen Zyklen sich zu ihren Gunsten gewendet hatten. Eine Armee der Solari stürmte auf sie zu. Alles schien verloren und die Solari läuterten die lunarischen Ketzer mit Feuer und Stahl. Selbst Aphelios wurde geschlagen. Seine Mondsteinklingen lagen zersplittert auf dem Boden. Blut tropfte von seinen Lippen, als er nach dem Noctum griff. Während die Schlacht tobte, drang Elun tiefer in den Tempel ein. Als sie sein Zentrum erreichte, entfaltete sich ihre volle Kraft. Dank des Noctums spürte Aphelios, wie Eluns Macht ihn umschlag, und er vernahm ihre Stimme. Mit einem Flüstern legte sie Magie in seine Hände. Ein Ersatz für seine Klingen, der sich zum Mondstein verfestigte. Wie der steinerne Mond und sein Spiegelbild im Geisterreich wurden Aphelios Können und Eluns Magie eins. Die Krieger der Solari würden die aufgehende Sonne kein weiteres Mal erleben. Eluns Kräfte erstarkten so ungemein, dass sie den Tempel und sich selbst zurück in das Reich der Geister bewegen konnte, wo er von den Solari in Sicherheit war. Dank der Bündelkraft des Tempels konnte Elun aus seinem Inneren heraus ihre verstärkte Magie überall hin projizieren. Sie brauchte dazu nur einen Fokuspunkt. Wie das Gift, das durch Aphelios Adern floss. Erst jetzt wurde den beiden das volle Ausmaß ihres Schicksals bewusst. Aphelios musste seinen Körper durch Schmerz in eine leere Hülle verwandeln, um die Macht des Mondes von sich Besitz ergreifen zu lassen.
Elune musste einsam und isoliert in ihrer Festung verharren, aber sie konnte durch die Augen ihres Bruders sehen und ihn leiten. Schon harsch. Zusammen waren sie die Waffe, die die Lunari brauchten, gebunden durch Opfer und Schmerz. Nur getrennt voneinander konnten sie zusammen sein, während ihre Seelen den Schleier streiften. So fern und doch so unmöglich nah bildeten sie eine Einheit, die sie nicht verstanden. Um die Überlebenden des Angriffs zu beschützen, die sich wieder in den Schatten des Berges zurückgezogen hatten, hatte Elune Aphelias Assassinenausbildung durch ihre Magie verstärkt. Seine Klingen sind nun ein Arsenal an mystischen Waffen, die Elune im Laufe vieler gemeinsamer Missionen perfektioniert hat. Da sich das Mächtegleichgewicht des Targon nun wandelt und die Solari wissen, dass es die Lunari immer noch gibt, werden Aphelias und Elune mehr denn je gebraucht. Und wenn Aphelias und Elune nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ende! Das war's mit Aphelias Geschichte. Ich habe sie zum ersten Mal gelesen, das heißt, bei mir ist das ein Ersteindruck gewesen. Und ich muss sagen, ich finde diese Geschichten definitiv cool, vor allem im Vergleich zu den ganz alten von damals. Da ist wirklich Gefühl und Idee drin und das macht eigentlich sogar Spaß zu lesen. Ich hoffe, das war auch spaßig oder zumindest interessant mit anzuhören. Vor allem kriegt man so ein bisschen die Idee daraus. Ja, ich meine, wir haben zum einen diese Essenz, die auch Aphelias in dem Video trinkt und er dann auf einmal diese Frau da sieht, wo man noch nicht weiß, wer das wirklich ist. Jetzt wissen wir natürlich, das ist Elune. Ich dachte so ein bisschen, dass er vielleicht, ja, keine Ahnung, verrückt wird oder so ein bisschen, ja, plemplem im Kopf, so ein bisschen schizophren. Aber das ist absolut gar nicht der Fall. Und er und seine Schwester, ja, das ist halt wirklich ein krasses Schicksal. Sie sind zusammen, aber auch irgendwie nicht. Das muss man sich einfach mal im Kopf vorstellen. Ist die Frage, ich meine, sie sind immer zusammen, wenn sie sich brauchen, ne? Aber irgendwie auch nie, so. Ist schon sehr harsch und verdummt. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu droppen. Und wenn ihr Bock habt, können wir sowas auch gerne mal wieder öfter machen, wenn ihr da wirklich Lust drauf habt. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht. Schlaf gut. Und immer schön die Finger von den Nocturnblumen weglassen. Und von Nocturne auch. Ihr intet eh nur. Auf Wiedersehen.